verloren. Hallo. Mein Heim, meine Familie, mein Auskommen. Zeig Gnade. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ja, wir müssen unser Zeug reparieren. Also wir haben, jetzt erstmal, ich bin zurückgeritten, habe ein bisschen verkauft. Wir haben wieder 22 wundervolle 1000 Groschen. Des Weiteren haben wir ein bisschen andere Sachen an. Der hatte tatsächlich, die Dinge von ihm waren allesamt eigentlich stärker als unseres. Bei manchen Sachen, also sowas zum Beispiel diese Haube hier. Ich habe die jetzt von ihm verkauft, obwohl die stärker war, weil sie einfach pottenhässlich war. Also das war nur minimal stärker und das war einfach zu hässlich. Da habe ich den behalten, das wir haben. Ja. Reparatur. Nee, nicht handeln. Beziehungsweise hast du irgendwas, was ich brauche? Nee, immer noch Schwert des Herolds. Reparatur. Sei mit dir. Warum kann er das nicht reparieren? Da hat er kann einen so schweren, beschädigten Gegenstand nicht reparieren. Wow, warum nicht? Was für ein Lappen. Was für ein Lappen. Abschließen. Uff, verbessert. Ich habe gar nicht geguckt, wie es kostet. Dann gehen wir halt mal zum Rüstungshändler. Der wird es ja wohl hinkriegen. Grüß Gott. Grüß Gott. Reparatur? Ja, der kann das. Gott sei Dank. So, Ruf verbessert. Wie viel hat das uns eigentlich gekostet? Ja, ein bisschen was. Aber ist schon noch okay. Dann gehen wir nochmal zum Schneider. Links rein. Hallo. Gott schütze. Reparatur. So, dann sind wir komplett repariert, haben zwar ein bisschen Kohle liegen lassen, das ist aber vollkommen okay. Pebbles. Müssen wir das eigentlich auch reparieren von ihm? Nee, sieht immer noch gut aus. Wir brauchen mal ein bisschen Zeug für den, finde ich. Vielleicht eine neue Tasche und so ein Kram. Aber Pebbles ist trotzdem immer noch super. So, die Frage ist jetzt. Wir haben die Questreihe fertig. Jetzt steht nur noch, glaube ich, erstatte einen Ratzig-Bericht. Witzig. Wo ist er denn? Oh, der ist hier drin. Das ist ja witzig. Scheiße, da kommen wir erst noch nicht ran. Herr Ratzig bat mich abermals um Hilfe. Ja, das habe ich ja fertig. Wir können jetzt mal bei Johanka vorbeischauen, würde ich sagen, oder? Wir schauen mal, was Johankas Sorgen sind. Ich will einfach nicht, dass es endet. Ich will nicht, dass es endet. Ich weiß, ich könnte Main Story weitermachen, aber ich habe das Gefühl, wenn wir das jetzt machen, dann geht es nicht mehr lang. Auf jeden Fall, die DLC-Quest haben wir jetzt fertig. War gar nicht so lange. War aber ganz interessant, dass wir Herr Kuno retten konnten. Das war mir irgendwie wichtig. Die anderen sind jetzt so, ne, das mit dem Bacchus Ring von mir aus haben wir halt nicht fertig gemacht. Was kommt hier jetzt? Weg. Johanka, willkommen! Ja! Hoffentlich ist sie noch wach, aber ich glaube ja. Hi. Beim Allmächtigen, was hast du nur getan? Was? Ja, okay, der Helm ist... Der Helm... Dieser Helm ist so hässlich. Auf Moment. Wiedersehen. Moment. Besser. Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, aber auch mit dir. Seltsame Träume? Was meinst du damit? Ich träume immer das Gleiche. Mir erscheint... Die heilige Jungfrau Maria. Die heilige Jungfrau? Wirklich? Jawohl. Sie sieht genauso aus wie auf dem Bildnis über dem Altar in Sasau. Ich träume immer, dass ich wieder in Scarlets bin, als noch nicht alles. Ich verstehe. Ich stehe am Fuße des Hügels und hinter mir ist die Burg. Bei der Brücke, die zu den Trögen für die Erzwäsche führt. Mein Onkel hat dort gearbeitet. Ich bringe ihm Essen und gehe in Richtung Teiche. Und dann wird plötzlich alles dunkel. Ich gehe den felsigen Bach entlang bergauf, bis ich eine große Höhle erreiche. Dann betrete ich ihren finsteren Schlund. Und irgendwo tief im Inneren der Höhle sehe ich... Wen? Wen siehst du dort? Den Teufel.
Mit seinen finsteren Augen starrt er mich an. Dann lodern plötzlich überall Flammen und ich versuche zu fliehen. Doch ich finde nicht mehr aus der Höhle hinaus. Und hinter mir höre ich den Teufel schrecklich lachen. Irgendwann holt mich dann letzten Endes das Flammenmeer ein und ich sterbe. Dann wache ich auf, spüre noch die Hitze der Flammen und kann nicht mehr einschlafen. Ich kann dann nichts weiter tun, als bis zum Morgen zu beten. Ach du Scheiße, die hat ein Problem. Und wo kommt da die Jungfrau Maria ins Spiel? Sie ist an meiner Seite, bis es dunkel wird. Bis etwa zur Höhle begleitet sie mich, aber nicht weiter. Und jede Nacht träumst du das Gleiche? Ja, jede Nacht, seit das irgendwann einmal angefangen hat. Hast du jemandem davon erzählt? Nein, niemandem außer dir. Ich habe Angst, dass die Menschen mich für verrückt halten. Oh. Es klingt schon ein bisschen, nun ja, verrückt. Ich weiß. Manchmal denke ich genauso. Aber wenn ich dann wieder dauernd träume, denke ich, dass es einen Grund geben muss. Bestimmt. Das können keine gewöhnlichen Träume sein. Ganz genau. Ich bin froh, dass du mich verstehst. Ich bin halt toll. Weißt du, ich dachte, dass ich dorthin gehen sollte. Aber ich habe Angst. Und ich kann eh nicht von hier weg. Aber ich frage mich, da du hier bist, ob nicht du dich vielleicht dort für mich umsehen könntest. Du weißt, auf dich aufzupassen. Und du kannst mit Waffen umgehen. Mach mal. Wenn es dir vielleicht hilft, wieder gut zu schlafen, mache ich es. Ich gehe dorthin, aber was genau soll ich dort eigentlich tun? Ich weiß nicht. Sieh dich dort um. Vielleicht ist da etwas Seltsames, das du mir berichten kannst. Nun gut. Pass auf dich auf und hoffentlich geht es bald aufwärts. Mit dir, Matthias und allen anderen. Hab Dank, Heinrich. Möge Gott mit dir. Interessant. Wir gehen da natürlich direkt hin. Höllenschlund. Jetzt bin ich neugierig. Wo haben wir die Quest? Spieler. Questlog. Der Höllenschlund. Oh mein Gott, ich habe doch keine Ahnung, wo. Ich springe dann los, sie zu mir. Aber in der Höhle. Es ist immer derselbe Traum mit der Höhle in den Hügeln oberhalb von Scarlet. Oberhalb, also hier in dem Bereich, oder? Ist hier irgendwo eine Höhle? Werden wir ja schon finden. Wir gehen nach Scarlet. Ist ja nicht weit. Vielleicht nicht gerade bei Nacht, aber... Scheiße. Wir werden bestimmt irgendwo aufgehalten. Ganz, ganz sicher. Ist es die Höhle? Nee. Ja, hier werden wir aufgehalten. Was haben sie vor? Spähen, komm. Was wollen die bewaffneten Bauern? Fragen wir mal nach. Was hast du hier zu suchen, du Mistkerl? Du bist nicht von hier, das sehe ich. Halunken wie du kamen in letzter Zeit nur hierher, um Ärger zu machen. Das wird dir noch leid tun. Was willst du eigentlich? Was hast du erwartet? Her mit deinen Münzen. Münzen willst du, ja? Für deine Beerdigung, nehme ich an. Für einen Sarg und einen Priester. Dafür wird dein altes Weib aufkommen müssen. Lauf, wenn du nicht sterben willst. Komm schon, kein Grund, verärgert zu sein. War nur ein kleiner Scherz. Also, ich gehe dann mal. Lebe wohl. Witzig. Dachte, er kann hier ein bisschen aufmucken, hä? Du und deine Freunde? Ja, Banditen, ey. Ja. Eigentlich könnte ich die umhauen, aber ja, was soll's. Was soll's, wie weit sind wir? Hier irgendwo müsste die Höhle sein. Unfallort. Höhle. Das kann ja nur einer von den vier sein. Ja. Bin ich mal gespannt. Wo muss ich überhaupt hin? Ja doch, wir waren richtig auf dem Weg. Ja. Ja. Sind wir schon da? Okay, nee, ist noch ein Stück. Ist noch ein ganzes Stück.
Du hast entdeckt Nest. Lass mal liegen. Ja. 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 Jo. Ja. 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 Entschuldigung. Ja. Ja. Ich häng fest. Ich häng fest. Nein, 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 nicht runterfallen, nicht runterfallen. Okay. Ja. Wir gehen jetzt... Ja, die Höhle brauchen wir eigentlich nicht abgehen. Haben wir noch eine Fackel dabei? Ja. Das ist definitiv die falsche Höhle, seien wir doch mal ehrlich. Ja, brauchen gar nicht hier reingehen. Die ist nicht mal im Questbereich drin. Ja, wir sind schon wieder da. Keine Angst, Hund. Muss natürlich jetzt Nacht sein. Ich sehe... Pack mal die Waffe weg, Heinrich. Sie läuft am Fluss entlang, die Höhle. Ja. Ja. Die erste Höhle ist hier, die markieren wir mal. Ja. Aua. Ich sehe sowieso nichts, das ist vielleicht besser. Die müsste gleich hier irgendwo sein. Da ist sie. Okay, das ist sie definitiv nicht. Die Höhle ist es nicht. Dann mal weiter zur nächsten. Ich finde es gut, dass wir die schon aufgedeckt haben durch die, durch diesen Leseskill. Dann ist das nicht alles so weit. Oder müssen wir nicht so blöd rumsuchen. Höhle Nummer 2, die wird es wahrscheinlich sein. Nee, ich bin bescheuert, das ist die beim Fluss. Die falsche Höhle. Oh mein Gott, was ist los mit mir? Sie hat ja gesagt, sie läuft den Fluss entlang bis zu einer Höhle. Ja, Hund. Vor allem hätte mich auch gewundert, wenn er nicht sagt, das müsste die Höhle sein. Ja. Geräusch. Hilfe. Ja. Das ist die Höhle. Zweifellos wollte er beim Angriff auf Scarlets Alarm schlagen. Die Schweine erwischten ihn. Ist das alles? Ich dachte, da soll eine große Höhle sein. Vielleicht ist es innen weitläufiger. Bin mal gespannt. So. Oh, Scheiße. Er war wohl ziemlich wohlhabend. Wenn man nach dem geht, was übrig ist. Vielleicht ein Händler, der keinen Wegzoll berappen wollte und hier entlang kam. Wie sind sie hierher gekommen? Ein Schacht, der nach oben führt. Vielleicht wurden sie hinuntergeworfen. Ein Kaff der Arme. Upsa. Womit hat er dieses Schicksal verdient? Eklig.
Wir müssen höchstwahrscheinlich gucken, was oben ist, ja, und erkunde die Öffnung des Minenschachtes. Okay, Schwert haben wir noch draußen. Wir schauen mal direkt hoch. Ist natürlich super Uhrzeit für so eine Quest. Also hier irgendwo müsste es sein. Da? Blut. Sehr viel Blut. Frisch ist es jedenfalls nicht. Hier ist etwas verdächtig. Das Blut führt wohl zu dieser Hütte. Jemand zu leben. Hier stimmt doch etwas nicht. All die Leichen dort unten. Was war das? Warum in Gottes Namen bist du hier? Beim Angriff auf Scarlet floh ich hierher. Und nun halte ich die Stellung, bis der Herr zurückkehrt. Ah, oh, du gehörst zur Scarletzer Garnison. Ja. Bist du blind oder taub? Du dachtest wohl, dass niemand hier ist und wolltest plündern, habe ich recht? Tja, falsch gedacht, du diebische Elster. Du wirst meine Klinge spüren. Einen Augenblick. Ich bin aus Scarlet und kenne die Wachen. Aber dich kenne ich nicht. Du kannst nicht aus Scarlet sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Ha. Du weißt doch bestimmt, wie die Müllers Tochter heißt, oder? Jitka. Theresa heißt sie, du Lügenbold. Gut. Du hast gewonnen. Ich wollte mich hier nur verstecken. Nach allem, was passiert ist, sucht hier sicher niemand nach mir. Wer hat dich geschickt? Jolin von Rocketzahn? Weil ich seinen Sohn getötet habe? Ja. Genug. Ich bringe dich zu Herrn Ratzig. Er wird dich bestrafen. Ha! Komm und hol mich doch. Gar kein Thema. Bist unten, wie die anderen. Aha. Jetzt wirst du geläutert. Ich werde mich amüsieren. Ah. Jawohl. Das war ja super. Ich habe richtig Angst vor dir. Hast du genug? Oh, du hältst ja was aus. Das ist ja der Wahnsinn. Gut getroffen. Das Schild, ey. Was hat er da von Schild? Nicht schlecht. Sehr schön. Komm doch her, du Drecksack. Wir spießen dich auf. Altes Familienerbstück aufheben. Teufelsschild. Plündern. Die sind relativ viel wert. Die beiden Sachen nehme ich mit, danke. Großen Truhenschlüssel. Was für ein Truhenschlüssel war das? Liegt hier irgendwo eine Truhe? Der saß doch irgendwo hier am Feuer hier. Ja. Oh, eines Kumanen. Was? Wie viel? Ich hab nicht gelesen. Mann, ich sollte mal mehr lesen. Was ist der eins kumanischer Anführerhelm?
Oh, ungarisches Kettenhemd nehmen wir natürlich mit. Der Rest ist mir egal. Mein Gott, das ist ja ein richtiger Schatz. Feine Kleider, Rüstung, Waffen, fette Beute und ein Helm mit Gesichtsplatte. Kumanisch. Scheint den Leuten gehört zu haben, die jetzt unten liegen. Ja, von mir aus loben. Fein. So ist's. Geh weg. Ja, aber viel geiles Zeug ist da nicht drin. Lassen wir mal liegen. Was haben wir hier? Skalitz, das Schild. Ein Schild von Herrn Ratzigs Garnison. Komisch. Was haben wir hier noch? Retterschnaps. Ja, den kenne ich nicht mal mit. So, der Typ gammelt da unten. Ich glaube, viel mehr haben wir hier nicht. So, die ist 15, 15, 6. An haben wir... Ja, okay. Weg. Und der Anführer Helm 18, 18, 7, 7. Gehen wir mal nach Wert sortieren. Ich glaube zwar nicht, aber ja, vergiss es. Weg. Ist gut was wert, aber brauchen wir gerade nicht. So. Lappen. Ja, der Rest kannst du behalten. So, ich würde sagen, wir gehen zurück. Wir haben uns um die Albträume gekümmert. Essenstechnisch 77 passt. Wir gehen zurück ins Kloster und sagen ihr Bescheid, dass wir natürlich alles schon erledigt haben. Dann könnten wir mal nach Privislavitz zurückgehen und die Küche eigentlich ausbauen. Und wir müssen noch Schmiede und so. Ah ja, wenn wir schon in Sasau sind, können wir eigentlich den Rüstungsschmied anheuern, oder? Was haben wir? Wir haben da noch gar keine Schmiede gebaut, gell? Doch, die normale, aber noch keine Rüstungsschmiede. Das kommt halt drauf an, was wir machen. Aber wir könnten, dadurch, dass er uns da helfen würde, würde ich sagen, machen wir eine Rüstungsschmiede. Also für den Otto, der Schmied Otto, wenn ihr euch noch an den erinnert. Der könnte dann kommen. Wäre eigentlich ganz cool. Johanka, wir haben uns um deine Albträume gekümmert. Ich war in der Höhle aus deinen Träumen. Oh, und? Was hast du dort gefunden? Alles war so, wie du gesagt hast. Da war eine Höhle und darin die Hölle. Ich habe noch nie so etwas Fürchterliches gesehen. Und war er dort? Nein, oder? Nein, der Teufel war nicht dort. Ein Leichenhaufen, alles Mordopfer. Kein schöner Anblick, das kann ich dir sagen. Und über dem Schacht war ein fürchterlicher Kerl. Er hat viele Menschen ermordet und ihre Leichen im Schacht verschwinden lassen. Auf mich ging er auch los. Er kämpfte wie ein Dämon, aber ich konnte ihn bezwingen. Er wird niemandem mehr schaden. Allmächtiger Vater, danke, dass du dort warst, Heinrich. Kein Problem. Ja, keine Ursache. Schön, dass ich helfen konnte. Ende gut, alles gut, würde ich sagen. Hoffentlich. Aber, weißt du was? Ich habe etwas anderes geträumt. Ach, komm schon! Ja, etwas anderes. Die heilige Jungfrau erschien mir wieder. Und ich glaube, sie versucht mir etwas mitzuteilen. Nein, sie versucht uns zu warnen. Warnen? Ja, und jetzt macht das alles Sinn. Der Traum mit der Höhle, das war eine Prüfung. Eine Prüfung der heiligen Jungfrau. Und nun versucht sie, mir etwas zu sagen. Ich bin da hingegangen, das stimmt. Und was will die Jungfrau dir sagen? Ich weiß nicht genau, was die Mutter Gottes mir mitteilen will. Aber ich sollte es alle wissen lassen. Ich darf das niemandem vorenthalten. Nein. Ich weiß nicht. Klingt ein bisschen anmaßend. Nein, nein, es macht alles Sinn. Die Mutter Gottes erhörte meine Gebete. Jeden Abend flehte ich sie an, Matthias zu heilen, und dann antwortete sie mir. Erst unterzog sie mich einer Prüfung, und danach erschien sie mir erneut.
Ihr Wille ist, dass ich ihre Botschaft verkünde. Und sobald mein Werk getan ist, wird sie ihres tun und Matthias heilen. Ich weiß nicht. Das klingt alles ein bisschen verrückt. Warum sollte sie ausgerechnet uns oder dich auserwählen? Das weiß ich nicht, aber es ist, wie es ist. Und ich kann sie doch nicht einfach abweisen, oder? Ich denke, du hast einfach ungewöhnliche Träume. Das legt sich. Ich träume auch manchmal sehr lebhaft. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich einen Traum, nachdem Wicht mich in Scarlets fast umgebracht hätte. Ich träumte, dass ich wieder dort war, mitten in dem Gemetzel. Um mich herum war es dunkel und ich trug Vaters Schwert für Herrn Ratzig bei mir. Ich kämpfte mich durch Kumanen, die wie Dämonen aussahen. Ich fand meine Eltern und wachte dann auf. Siehst du? Es muss wichtig sein. Du hast das nicht ohne Grund geträumt. Kann gut sein. Aber welchen Nutzen soll es haben? Also ich für meinen Teil sollte den Leuten auf dem Marktplatz erzählen, was die heilige Jungfrau mir offenbart hat. Magst du nicht mitkommen? Wenn du dabei wärst, würde ich mich wohler fühlen. Du bist irre, Frau, aber okay. Du kannst dich auf mich verlassen. Hab Dank, Heinrich. Komm morgen früh zu mir, dann gehen wir zum Marktplatz. Oder du legst dich hier aufs Ohr. Ich weck dich dann, wenn es Zeit ist, aufzubrechen. Ich ruhe mich hier aus. Hab Dank. Ich muss mich wirklich etwas ausruhen. Mach's gut. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir Johankas Träumen nachgehen. Und sie verkündet jetzt erstmal Maria, der ganzen Welt, was die heilige Maria ihr gesagt hat. Das wird ja was. Und in dem Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine schöne Zeit.